wo waren wir denn stehen geblieben bei Dungeons 2? Herzlich willkommen zurück. Wieder einmal. Wir machen auf Weiterspielen. Und wir sollen... Töte die Torwache, um den Gobrobot zu befreien. Ach, stimmt ja. Und da... wo sind meine... Unter der Burg? Die sind da. Die Fallen werden gerade gebaut. Genau. Und mehr als die können wir auch nicht haben. Dann gehen wir mal zu dem zurück. Irgendwie müssen wir das schaffen. Den zu killen. Töte die Torwache. Kann man das irgendwie anklicken? Nee. Na gut. Was hat der alles? Eher klein und flink und... Es ist Zahltag. Ja. Klein und flink und meist auch schnell tot, wenn man nicht aufpasst. Spüren gerne ein leichtes Lüftchen um die Beine. Ja. Also wir müssen uns an dem vorbeischleichen. Aber es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, ja, aber da kümmern sie sich schon drum. So, wie schleichen wir uns jetzt an? Unsichtbarkeit an. Und hinterhältiger Angriff. Mal schauen, vielleicht funktioniert es ja. Haha! Jawohl, ja. Und der hilft uns auch noch. Komm. Wie sollen wir jetzt da hinkommen? Hallo. Ach, der kümmert sich schon. Gut. Beschwingt durch den Befreiungsversuch des Schurken, schloss sich der Gobobot der Horde an und heizte seinen Peinigern ordentlich ein. Seine Fähigkeiten, Fernkampfschäden größtenteils zu ignorieren und größere Bereiche in Brand zu setzen, sollten sich als äußerst nützlich erweisen. Ja, machen wir erstmal alles platt hier. Aha. Attacke! Hodor, Hodor! Okay, da ist schon alles futsch. Und da hinten, haben wir da noch irgendwas? Nee. Immer schön umschauen, Leute. Immer schön umschauen. Oh, da ist ein Schwert. Tötet sie! Oh oh. Oh oh. Oh oh. Und so ließ das fahrlässige Böse die einzige Einheit, die in dieser Mission wirklich wichtig war, prompt sterben. Der Goblin-Anführer seufzte und stellte seinen zweitbesten Schurken am Kellerausgang bereit. Ist ja witzig. Komm. Kann man da irgendwas machen? Bewegen, angreifen. Aufschalten. Und? Wird der Turm noch stärker? Oh, das ist doch total bescheuert. Ah, mit den WASD kann man auch bewegen. Sehr schön. Oh, das war aber knapp. Komm, das auch noch platt machen. Schaut schon biertechnisch aus. Ah, der kommt, glaube ich, nicht ganz hinterher. Komm, schneller. Und ihr auch schneller. Phew. Die Tür da hinten lassen wir lieber mal zu. So, bis jetzt mal fertig hier. Zahltag. Und vor allen Dingen, wie kann man die Teergrube bauen? Bereits erforscht. Wie ging das nochmal? Den Goblin anklicken? Wahrscheinlich. Komm mal her, Goblin. Du sollst jetzt mal hier was bauen. Und zwar eine Tür. Hier hin.
Hä? Zeigt alle erforschten Türen, die ihr platzieren könnt. Ach, die ist noch gar nicht fertig. Dann machen wir die Falle. Einmal eine Teergrube, bitte. So, rennt einer hin. Komm. Ey. Ach genau, da muss ich erst so eine Kiste holen. Kisten bauen. Kisten bauen. Und dann... die Tür dahin. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Oh, 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 oh. Der ist gerade zum Goblin unterwegs. Schnell. Könnt ihr da nicht selber hinlaufen? Ihr faulen Hunde. Oh, 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 oh. Schau, der hat Angst. Hat gleich alles fallen lassen. Ah, easy. Locker flockig. So, jetzt kannst du wieder an die Arbeit gehen. Schneller. Noch schneller. Schneller. Hey. Was machst du? Ach, jetzt baut er die Tür erst. Und dann kommt der andere. Die dürfen wir noch nicht abbauen. Wie kann man eigentlich... Tüftlerhöhle, Brauerei. Haben wir alles. Räume. Fallen. Ach komm. Verzieh dich. Baumarkt. Neue Räume und Arbeitsgeräte. Lazarett. Genau. Im Osten des Dungeons befand sich eine merkwürdige Gesteinsformation. Was es damit wohl auf sich hatte. Ich will nicht noch eine zweite Tür aufmachen. Da dürfen wir noch nicht hin. Erstmal müssen wir hier die Schatzkammern füllen und du machst schneller. Oh, die saufen so viel. Ich baue mal lieber nochmal eins hin. Was? Speichern? So. Das können wir mal vergrößern. So. Genau. Ne, es war jetzt zu viel. Ach, dann machen wir das auch noch. Zack. Ich will mehr Goblins haben. Wie können wir das erhöhen? Dass wir mehr Einheiten haben können. Nein, das sollst doch den nicht nehmen. So, hier. Baumat. Räume verbessern. Die Homöopathie hält Einzug in euren Dungeon. Verteilt lustige kleine Zuckerkügelchen an eure Monster und lasst sie dadurch schneller heilen. Verbesserte Schatzkammer. Ja, die ist ja noch groß genug. Türen, da haben wir schon. Fallen. Nicht genügend Gold. Verdrescher. Neue Räume. Wachstube. Monster gierig auf die Ankunft eurer neuen Helden warten. Ah. In einem geheimen Raum waren einige Kreaturen versteckt gewesen, die sich dem ultimativen Bösen angeschlossen hatten. Ah, wo? Wo denn? Ach, da hinten. Ah. Erhält kein Sold. Ah. Komm her. Du erhältst kein Sold. Komm, dann machen wir das auch noch weg. Sonst schaut es so unförmig aus. Und dann brauchen wir wieder eine Brauerei. Die Stube war erforscht und stand bereit für den Bau. Kreaturen, die dort von der Terrorhand abgeworfen würden, würden Wache und besonders achtsam nach Eindringlingen Ausschau halten. Zudem konnten sie andere Kreaturen in der Nähe der Wachstube alarmieren und als Verstärkung herbeirufen.
So, die Wachstube, die pflanzen wir mal hierher. Ach, da darf man gar nicht. Das ist verbinden. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Hey, was schlägst du den armen Goblin? Komm her. Es ist Zahltag. Im Untergrund lag ein mysteriöser Schrein, der derzeit noch nicht nutzbar war. Ach, ich habe so etwas für unterbezahlte Grafiker Arbeit bedeutete, konnte man davon ausgehen, dass dieser später noch eine Rolle spielen würde. Ich habe mehr von den Orks bekommen. Schneller. Ja, auch schneller. Weil es ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn die gleich hier vorne sind, dann muss ich die nicht immer packen. Kommt jetzt, macht mal hin. Und die Fallen werden auch immer schön repariert.